Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Hey, das erinnert mich an mich. Es gibt lauter Leute, die sagen zu mir, ja, du bist voll intrigant und sonst was. Aber ich bin doch eigentlich voll nett. Aber nun ja, was auch immer der Penner hinter dieser Gasse macht. Ich glaube, der mag diese Pütze da. Die kommt vielleicht auch von ihm. Aber wer weiß. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Boah, Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche ja schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Er will zum Berg. Ah, glaub mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Neue Gasse, was? Gefällt mir. Schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen. Ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Ah, ja. Um eine Kleinigkeit. Eindeutig, die Pütze kommt von ihm. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose, also vergiss es. Ich bin gerade irgendwie in Eile. Okay, bis dann. Ein stinknormaler Penner. Stinkig mit einer Braun. Oh, diese Musik, junge Penner. Ich habe erledigt, was sie wollte. Außerdem war das genug. Die hat sich offensichtlich schon geschminkt. Auch wenn man keinen Unterschied sieht. Ah ja, Moment. Okay, von dem Geld ist nicht weniger geworden. Da muss man Münzen rein. Kondomautomat brauche ich nicht, weil ich habe hier noch welche rumliegen. Extra so eine Tonne. Ich nehme die Scheißposter nicht mit. Ich würde Rapture gerne mal besuchen. Sieht nach einem schönen Ort aus. Da braucht man wohl eine Münze. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. Genau, dieses Lied mag ich ziemlich. Die lasse ich lieber. Mir ist gerade nicht. Ich will gar nicht. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Also. Ich wette. Bin nur kein Mast. Ja, eindeutig. Ich wusste, dass sowas kommt. Also, dann gehen wir mal weg. Gehen wir mal zu den Tauben. Wobei, ich will denen das Rattengift geben, bei Flugratten halt. Vielleicht kann ich die so mitnehmen und denen dann einen Penner schenken. Und dann gibt er mir irgendwas. Neue Gegenstände. Immer dran denken. Gehen wir mal wieder zur Brandweihe. Ich hab da so eine Idee. Also, passt oder passt nicht? Passt immer. Und zwar. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Schüssel mit Meister. Und zwar hier auf den Stand. Und da ist die Gasflasche. Die volle Gasflasche, weil hier ist es grün. Bei der leeren war es. Bist du sicher, dass wir das Problem damit haben? Und weil er sie aufgefüllt hat, ist er wieder voll. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ich liebe dieses Gerät. Kann ich nicht nehmen. Ich hoffe, es ist so weich, wie du sagst. Wie ein Babypopo. So weich. Nee, passt immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Lass mir die mal da stehen.
Vielleicht können wir dann Heiltrank draus machen. Den geben wir so Matt und dann lebt er wieder. Ich will jetzt den Bierbong haben. Aus manchen Kämpfen kann man fliehen, doch dann gibt es keine Erfahrung. Ja, das stimmt. Man kann aus allen Kämpfen fliehen, außer Bosskämpfen. Oder wenn Gegner von hinten da sind. Dann auch nicht. Zumindest meine ich, dass es so war. Oder zumindest in Final Fantasy. Müsste ich auch mal wieder spielen, den siebten Teil. Ja, aber es gibt Popcorn. Okay, die gehen da nicht weg. Hey, dieses Popcorn ist jetzt eine tödliche Waffe. Oh ja. Fresst, meine Schönen, fresst. Es ist genug für alle da. Diese Tauben schlafen nicht, sie sind tot. Aber wen interessiert diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen, sind die eh nur gemalt. Ja, die sind nur gemalt. Mann, ich könnte mir sonst was holen, wenn ich die nur anschaue. Ich sollte wohl Schuldgefühle... Schuldgefühle? Ach was. Für Flugratten doch nicht. Die kann ich nicht einfach... Die Klimaanlage... Nur ein Trichter. Das ist der Schlauch, den ich auf dem Dach gefunden habe. Ich glaube nicht... Ach was, damit auf die einhauen, das ist doch super. Es muss einen besseren Weg... Ich mag diese Musik. Brauche ich nicht, mein Lebensbe... Oh, weil man die Rätsel echt aber ganz entscheidend. Basiert die meisten doch auf einfacher Logik. Immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst. Ich hoffe, es ist so weit, wie du sagst. Wie ein Baby. Wenn meine Physikkenntnisse mich nicht täuschen, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtung. Das ist keine. Also, passt oder passt nicht. Was immer. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Geht nicht. Geht nicht. Die gehört zu. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden sein wirst.
Was denn? So viel. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Jetzt ist es eine Dampfbe. Ja, das ist natürlich. Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis zufrieden bist. Die Flasche bleibst. Funktioniert. Ich hoffe, es ist so weich, wie es geht. Wie ein Babypopo. Geht nicht, Amigo. Also, passt oder passt nicht? Was immer. Was geht glaubst nicht. Du, mit wem du hier die redest? Kleine Kanone die kleine Kanone. Oh, jetzt muss ich irgendwas rein. Ja, das ist natürlich Bist du sicher, dass wir das Problem damit in den Griff kriegen? Oh. Ich garantiere, dass du 100% mit dem Ergebnis. Meine Babys, was zur Hölle ist passiert? Ich weiß es nicht, ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hast du mal was von diesen kleinen Dingern gehört, die man Supervulkane nennt? Naja, ich kenne Vesuvius Matt. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. Okay, mal sehen, wer den blöden Ring gekauft hat und mit... Sekunde mal. Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Verdammt, wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er es. So eine Scheiße. Das nehme ich nicht. Ich glaube, das ist... Hier gibt's allen möglichen Scheiß. Ich würde ja gern rumlaufen, ein paar Den würde ich... Ich helfe ihm da... Leider hat Mel jetzt eine Menge Arbeit am Hals. Okay. Das kann ich... Gut, dann... Die Frage ist bloß, wo ist der Typ, mit dem ich da... mich hin sollte? Charlie, komm... Psychiater. Kann ich nicht. Das ist das Büro vom Psychiater. Ich wüsste nicht, was ich... Mann, dem sollte mal jemand sagen, dass er scheiße aussieht in den Klamotten. Ich speichere. Und dann will ich mal an der Stelle sagen, bevor wir jetzt in Charlie Comics reingehen, beende ich die Folge jetzt. Ja, so mache ich es. Ich weiß, ich bin ein richtiges Arschloch, weil ich die Folge jetzt beende, aber das werdet ihr halt nächste Folge sehen. Und ja, dann würde ich mal sagen, bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sunbros, Praise the Sun, Yao und bis zum nächsten Mal.